vorgestellt. Seeds of Resilience. Ja, von, wie heißen die Jungs, Subtle Games, die haben mir kostenlos einen Key zur Verfügung gestellt. Wir haben hier die Version 0.16.17, 4. Juni rausgekommen. Soll am 13. Juni in der 1.0 rauskommen. Weiß ich jetzt nicht, ob es so schnell dann geht, von der 0.16.17 auf die 1.0, aber soll so sein. Ja, ist ein, wie man hier sieht, kommt man mit einem, ja, Floß, würde ich jetzt sagen. Hier ist zwar ein Boot, aber ein Schiff. Segelschiff, aber es ist mit dem Boot, kommt man an eine Insel und muss dann überleben. Ja, Aufgaben gibt's. Fangen wir mit erste Schritte an. Festgesetztes Team, kleine Insel, begrenzte Ressourcen. Da sollen wir jetzt fischen und ernten lernen. Machen wir das doch mal. So, da kommen wir jetzt an und müssen auf dieser Insel dann irgendwie überlegen oder den Inseln, weil man sieht ja so ein bisschen was, ne? Hier kann man, ne, das ist alles Boden, hier ist jetzt wirklich eine kleine Insel. Mausrad reinscrollen. Ja, wir müssen jetzt was machen? Ernte Brombeeren, indem du sie anklickst. Diese brauchen Arbeitszeit. Hier sind die Brombeeren. Und klick die jetzt an und dann sind die schon geerntet oder was? Ja. Wie viel soll ich denn sammeln hier? Zwei oder was? Ah, wahrscheinlich, ne? Ist das das jetzt hier gewesen? Keine Ahnung, Aufgabe. Welche Aufgabe habe ich? Ich weiß es nicht. Ah, jetzt ist es wohl geschafft. Runde beenden. Soll ich hier auf den Knopf drücken? Machen wir das mal. Tag 1 ist vorbei. Tag 2 kommt dann wohl. Jo. Und Dorfbewohner. Ein Jahr, ein Tag, eine Runde. Wir haben hier den Dorfbewohner Davram. Und so sehen seine Werte aus. Lebenspunkte 0. Er ist gut genährt. Hat draußen übernachtet. Ist also schlecht. Er kann jetzt 9 Stunden arbeiten. Alles klar. Was haben wir hier noch? Gut genährt ist das. Und das ist, hat draußen übernachtet. Da war er not happy, ne? Not amused. So. Ach so, das erste Ziel war schon fertig. Alles klar. Wir brauchen einen gezackten Speer. Dafür brauchen wir 2 von diesen Dingern hier. Dann brauchen wir noch ein Seil, das müssen wir dann aus unserem Floß machen. Was jetzt vielleicht nicht so ideal wäre, aber brauchen wir halt. Jetzt sollen wir den Craft-Bildschirm öffnen, der hier oben ist. Und da die Werkzeuge aussuchen. Ja, sind Werkzeuge und basteln einen davon. Und fertigen den dann mal an. So, dann haben wir den. Schon angefertigt. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Okay. Gezackter Speer. Ziele. Was hatte ich nun mit dem gezackten Speer aus? Wo komme ich denn an den gezackten Speer dran? Da. Gezackter Speer. Okay, haben wir. Jetzt soll ich fischen, bis ich 3 Fische habe? Einmal. Kriege ich den nicht? Gezackter Speer. Habe ich keine Zeit mehr, keine Arbeitszeit mehr, oder wie sehe ich das? Das könnte wohl so sein. Dann müssen wir wohl hier unten weiter, ne? Möchte ich nicht beenden. Wo ist denn meine Arbeitszeit? Hier, 1 Stunde noch. Okay, da kann ich aber keine Fische mitjagen. Naja, dann haben wir das jetzt gemacht, oder was? So, 0 Stunden. Jetzt machen wir weiter. So, da müssen wir noch 2 Fische haben. Okay, er hat jetzt hier wieder seine Werte bekommen. Können wir den Überblick sehen? Hier ist ein Fisch, den wir jetzt runterholen. Da oben kommt er. Und noch einen. Jetzt haben wir die 3 Fische. Alles ist gut. Sieg. Ah, jetzt habe ich Talia freigeschaltet. Die kann überleben. Holzarbeit spielen. Achso, das sind Werte, die sie noch nicht offenbart hat, oder was? Die baut aber auf jeden Fall doppelt so schnell. Holzarbeit, Naturtalent. Und flink. Okay. Benommt, bekommt wahrscheinlich 2 Arbeitsstunden weniger jede Nacht. Schlafloser. Okay, Übersetzungsfehler. Ja, da haben wir jetzt zerbrechliche Unterkunft, sollen wir jetzt bauen.
Ja, dann legen wir mal los. Gucken wir mal da, da kommen sie. Oh, es sind jetzt mehrere, es sind zwei dann. Und wir kommen auf eine Insel an, die natürlich super cool ist, oder? Ja, Mausrad herein, raussuchen, haben wir schon festgestellt. Jetzt muss die linke Steuerungstaste drücken, um die Kiste zu entdecken. Eine Kiste hinter einem Baum versteckt. Halte Left Control und bewege die Maus herum, um sie zu finden. Ach so, das ist dann... da ist die Kiste. Sammle genug Nahrungsvorräte, um beide deiner Charakter durchzufüttern. 2 von 4. Dann müssen wir das noch haben. Ja, und hier gibt's noch Bären, ne? Sammle 5 Tannenäste. Wo sind denn Tannenäste? Das hier? Tanne. Junge Tannenbaum, den werde ich wohl die brauchen. 4 und dann haben wir 5. Bambusfrieme brauche ich jetzt. Das ist auch ein Riesenbambus. Jetzt brauche ich Bambusfrieme. Wo finde ich die denn bitte schön? Besenfrieme. Ach, sind auch Besenfrieme, die ich brauche. Ich habe keine Zeit mehr. Das bedeutet, da können wir den noch mitnehmen, da ist die Stunde rum. Und kann ich jetzt die zweite Person noch auswählen? Genau. Die kann dann das machen. Jetzt brauche ich in dem Personenbildschirm die 2-Personen-Unterkunft. Da ist er. Und die bestätige ich jetzt und dann kann ich die hier irgendwo hinbauen, ne? Machen wir sie doch da mal hin, oder? Benutze die benötigte Zeit, um die Gebäude zu vollenden, ja. Er hat noch 4 Stunden zu tun. Wie viel Zeit du auf diesem Baufeld verbringen möchtest? 4 Stunden. Ist aber noch nicht fertig. Und die Zeit ist rum, das heißt, wir machen das am nächsten Tag weiter. Anders geht's nicht. Ja, da haben wir jetzt beide Werte, ne? Er hat hier nicht gut genährt, doch gut genährt, hat draußen übernachtet, das hat 20 Punkte Minus gegeben, okay. Und machen wir da 3 Stunden, dann ist es fertig, oder? So, dann die Unterkunft auswählen und die Dorfbewohner zuordnen. Aha, das macht man dann wohl so und dann ist das schon... Überlebe bis zum 5. Tag, ja. Dann können wir hier noch Essen sammeln. Noch wie viele Stunden? 3. Ja. Gibt es noch woanders Essen? Ich glaube nicht, ne? Kontrollen, doch da. Oder war das kein Essen? Okay, da kriegen wir nichts mehr weg. Brombeerbusch, achso, er hat keine Stunde mehr. Dann nehmen wir den nächsten. Kann er noch was sammeln? Ja, wir haben Nahrung genug angehäuft, ne? Wir können ja auch noch hier so ein paar Fische jagen, oder? Ne, geht nicht. Da müssen wir diese Bambusgeschichte erst basteln, wenn. Und da müsste man das Ding machen. Was fehlt uns da? Eine Schnur. Die kriegen wir doch jetzt dann da auch mit, ne? Anfertigen und dann können wir hier noch ein paar Fische sammeln. Naja, irgendwie geht's dann mit dem Fischen doch nicht. So, jetzt gucken wir noch zu, dass wir hier das loswerden. Okay, das ist weg. Läuft. Das war Tag 2. So, denen ging's beiden gut. Wir haben viel Zeit bekommen. Bambus fehlt uns da, okay. Haben wir denn noch Bambus oder haben wir keinen Bambus? Haben wir denn irgendwo was fertig? Irgendwie nicht, ne? Was ist das? Schnur. Ach so, jetzt geht's mir mal, oder was? Nicht genug Bambus vorrätig. Ist hier irgendwo Bambus? Nein, ist es nicht. Also geht das nicht. So, wir müssen aber wieder Nahrung haben.
3 von 4. Wenn wir das so machen, dann werden wir das nicht überleben, fällt mir gerade so auf, ne? Dann verschwinden die ja. So, dann wird er schon hungern, ne? Ist das hier? Wesenfriedenzweig, okay, aber lass mal nächsten Tag nehmen, egal was da ist. Ach so, ja, Wir haben noch alle Zeiten, ne? Ja, wir können ja sowieso nichts machen hier. Haben wir noch andere Möglichkeiten hier? Ja, wir könnten was anpflanzen, aber da fehlen uns die Saaten für, ne? Kann das sein? Faser. Bäume. Erde entfernen. Erde hinzufügen, okay. Da geht alles nix, alles rot. Ja, da fehlt die Saat. Hier geht dann auch nichts wahrscheinlich. Da ist gar nichts freigeschaltet, außer der Stab hier. Den kann man nicht anfertigen, weil der Bambus uns fehlt. Häuschen haben wir schon gebaut und dann kann man hier noch reingucken, wo aber auch nichts ist. Das ist vom Tutorial nicht vorgesehen. Also, ja, weiter. Ja, einer hat jetzt schon Hunger gehabt, ne? Wir haben einen Sturm und unsere Hütte ist weg. Das läuft ja richtig gut, oder? Kann das sein? Ja, vierter Tag. Zerstörte Gebäude, die Hütte. Ja. Der ist gut genährt. Und der hat die Punkte verloren. Da gibt's schon mal eins zu essen. Zwei zu essen. Steuerungstaste dahinter. Ist noch diese Kiste. Ist aber nichts mehr drin. Ja, kann man auch nicht wegmachen. Da sind Brombeeren noch dran, ne? Genau, wieder 3 von 4. Und hier sind nur Brombeeren, aber kann ich die jetzt ernten oder? Nee. Ist wieder 3 von 4. Was? Wir haben keine Behausung. Und die kriegen wir jetzt auch nicht gebaut, weil uns ja Klamotten fehlen. Ja. Dachdeckung würde gehen. Da fehlt uns was? Tannenzweig. Hier gibt es aber keine Tannen, oder? Doch, das ist hier noch eine Tanne, oder? Dann nehmen wir den mal mit. Und sonst nichts. Da müssen wir erst warten. Ja. Das heißt, wir machen einfach mal einen Tag weiter, ne? Weil sonst bleibt uns ja jetzt gerade nicht über. Ja. Das ist jetzt Tag 4, ne, oder? Ne, schon Tag 5. Haben wir es geschafft. Noch keiner verhungert, oder? Svarok ist jetzt dabei. Der kann hier ein bisschen was mit der Landwirtschaft. Ja. Und dann hat er 25 Lebenspunkte weniger. Naja. Ja, Lebenskünstler. Okay, alles klar. Stärkeres Gebäude bauen wir jetzt. Bau eine Strohhütte. Ja, kleine Insel, begrenzte Ressource. Dann fahren wir mal dahin, ne? Die Insel sieht schon ein bisschen besser aus. Naja, die sind alle drei angekommen. Sehr schön. Erntelein. Gut, jetzt kriegen wir Lein. Wie sollen wir denn da ernten? Ach so, benutze den Lein, um ein paar Seile herzustellen. Okay. Das ist da. Und dann machen wir Seile. Anfertigen. Stelle eine rudimentäre Axt her. Wo ist eine Amboss? Ach so, das ist das. Dann Werkzeug und dann die Axt. Was braucht man denn dafür? Schnur haben wir. Kieselsteine, die gibt es hier am Wasser. Haben wir jetzt. Und dann brauchen wir noch Zweige. Tannenbaum nehmen wir mal. Dann können wir die Axt anfertigen.
Der ausgewählte Hampel hat nicht genug Erfahrung, du glaubst es nicht. Der kann's aber, krass. Statte dich mit der Axt aus. Fälle ein paar Bäume. Ein Charakter mit der Holzbeschaffungsfähigkeit wird für diese Arbeit schneller sein. Das war eigentlich die Dame, ne? Oder wer war das? Talia. Amelia, Talia gibt's hier gar nicht mehr. Alles klar. So, was ist hier? Schmieden kann er und überleben kann er. Und überleben kann er und kann nix. Ja, super, oder? Holzarbeiten gleich null. Ja, kann keiner, ne? Ja, Bauer, Naturtalent, Wirtschaftsfähigkeit. Landwirtschaftsfähigkeiten, okay, sammeln. Warm angezogen, schlafloser, Fischer, Naturtalent, warm angezogen, verletzt. Aber er braucht seine eigene Hütte. Wenn er mit anderen Leuten schläft, hat er weniger Schlaf gehabt. Weil die schnarchen oder was. Warm angezogen. Ja, ich sag mal, keine Ahnung. Aber nehmen wir sie, oder? Die kriegt jetzt das Teil von dem anderen. Und dann hauen wir irgendwelche Bäume um. Vielleicht ein paar Bäume. Haben wir schon... Ach so, 3 Stunden werden benötigt. Sie hat aber nur noch 2. Dafür braucht man die Axt. Weißt du was? Da die anderen auch nicht besser sind, machen wir das jetzt so. Hat schon keine Stunden mehr. Also das ist hier die... Ach so, geht gar nichts mehr. Na dann. Wir brauchen noch ein bisschen Essen, ne? Dann werden wir noch ein bisschen Brombeeren holen. Oh, das mit den Brombeeren klappt aber gerade nicht so gut, ne? Drei von 6, ne? Und Zeit ist rum. Da haben wir Fehlplanung gerade gehabt. Naja, passiert schon mal, oder wie ist das? Ja, nächsten Tag brauchen wir. Läuft so. Wir wären viel enger, wenn wir ein Zuhause hätten. Ja, genau. Naja, das muss man schon mal aushalten können in der Nacht, ne? So. 3 Stunden. Und nochmal 3 Stunden. Seile und Werkzeuge herstellen, okay. Da haben wir schon einen mit. Fortschrittlich, ne? Seile und Werkzeuge herstellen. Dann machen wir das mal gerade hier. Wo war das mit den Seilen? Hier? Ne, das war da, da und da. Und anfertigen. Hat nur noch 1 Stunde, alles klar. Der nächste bitte. Nochmal und nochmal. Jetzt müssen wir erst wieder Seile haben. Dafür brauchen wir wiederum Leinen, oder? Aber wir müssen uns ums Essen kümmern. Das ist definitiv wichtig. Ja, da, da, dort. Oh, keine Zeit mehr. Das ist schlecht. Essen haben wir. Okay, noch 2 Stunden und 2x essen. Okay, dann haben wir das wenigstens geschafft. 6 Nahrung. Ginge noch was, aber die Zeiten sind alle weg. Also, nächster Tag. Läuft, oder? Ja, ganz intuitiv das Spiel. Macht eigentlich ganz viel Spaß, muss ich sagen. Wen haben wir denn jetzt hier? Und... Ja, machen wir mal, ne? Hat schon 2 davon angefertigt. Und Werkzeuge herstellen? Könnte nur eine Axt herstellen. Will ich aber jetzt nicht.
Wir nehmen erstmal jemand anders, der auf jeden Fall hier das Essen sammelt. Oh, Essen ist gerade knapp, oder wie sehe ich das? Ist das denn hier hinten? Rohrkolben. Ich glaube, die kann man auch essen, ne? Also in anderen Spielen auf jeden Fall. Hier ist noch ein Rumbeere. Zwei. Okay. Da noch was. Was ist das? Achso, das fällt dahin. Was ist das hier? So, das waren schon die Dingensmuscheln, die da runtergefallen sind, ne? Genau. Hier haben wir Seile. Okay. Was können wir daraus zaubern? Seile und Holz, okay. Nahrungstechnisch stehen wir gerade schlecht da. Ach so, da können wir jetzt tatsächlich Pflanzen anpflanzen. Auch schön gesagt, ne? So, anfertigen. Anfertigen. Anfertigen, anfertigen, anfertigen geht nicht mehr, weil keine Seile mehr. Wie lange dauert das denn hier? Ah, 90%. Wie lange dauert das? Eine Stunde. Das bedeutet, das einmal nehmen und dann anfertigen. Und wir haben es geschafft. Jetzt brauchen wir die Strohhütte. Das mit dem Fenster ist das und die Strohhütte ist... Ist das die Strohhütte? Sieht so aus, ne? Ja. Stroh hätten wir. Holz hätten wir. Bambus fehlt uns. Da ist ein kleinerer Bambus, ne? Okay, der Spieler hat jetzt keine Zeit mehr. Noch einen Bambus. Und jetzt brauchen wir noch den Belag. Tannenzweig. So, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Und jetzt fehlen uns Zeiten, oder was? Bestätigen. Achso, wir können die Hütte irgendwo hinstellen dann. Da wird's gehen. Diese Person kann jetzt maximal davon 5 Stunden machen. Allerdings sehe ich gerade schon wieder, dass wir Nahrungsmangel haben. Wo sind da... da gibt's Bären, da gibt's Bären. Und 4 Bären haben wir. Kriegen wir hier noch was zu essen? Nee. Haben wir noch einen Spieler, der noch was kann? Nee. Steuerungstaste, da gibt's nochmal Bären. 5 von 6, das ist schlecht. Ah, hier unten haben wir Glück gehabt. Die sind alle satt geworden, das bedeutet, wir kommen einen Tag weiter. Oh, ein Dorfbewohner hat noch... Ach so, ja, wir haben ja noch eine Stunde, ne? Zack, ist die Stunde auch weg. Und der vierte Tag hat angefangen. Ja, das sieht doch ganz positiv diesmal aus. Was haben wir hier? 10 minus? Warum? Draußen übernachtet, alles klar. So, Avena kann 7 Stunden maximal daran arbeiten, aber... Erstmal schnell hier gucken, aber es sieht so aus, als ob wir jetzt ein Problem mit Essen haben. Ach so, da müssten wir jetzt... kriegen wir die Hütte fertig? Rein theoretisch schon, ne? Hier haben wir die anderen so. 9 Stunden? Ne, 8 Stunden, 9 Stunden und... Ja, komm. Wir müssten jetzt erst ein Werkzeug herstellen. Damit wir... Hier... Bambus brauchen wir. Haben wir. Und Seil haben wir sowieso. Dann fertigen wir jetzt das an. Und rüsten die Dame einmal aus. Die hat ja noch 3 Stunden Zeit. Jetzt holen wir uns den Fisch hier rein. Und das dauert 2 Stunden. Das kann sie schon wieder nicht mehr, ne? Dann machen wir noch den Bambus da weg. Und, ach so, er muss hier erst her, ja, ne? Genau. Sich den Dingens leihen. Und 4 Stunden bedeutet nochmal
Vierer von Sechse. 2 Stunden reicht dann nicht mehr, ne? Doch, einer geht noch. 0 und dann kriegt er jetzt noch dieses Werkzeug. Und jetzt haben wir 6 von 6. Und der Rest geht dann in die Hütte. Ja, komm, zack, läuft, oder? So, alle drei sind mit der Zeit rum. Das heißt, neuer Tag, neues Glück. Und wir wollen hoffen, dass kein Sturm kommt, der die Hütte gerade umhaut. Spitzhacke, okay. So, er könnte 9 Stunden. Wir haben noch nichts zu essen, ne? Lass uns erst ums Essen kümmern. Ich sehe keine Fische. Doch, da. Hat nicht genug Zeit, oder was ist los? Oh, da ist ein großer Fisch. Ist da was kaputt gegangen? Hm, so sieht's aus. Toll. Das bedeutet, nächstes Werkzeug wieder produziert. Nee, da müssen wir nochmal drauf. Haben wir alles für. Anfertigen. Und ausrüsten. 3 von 6. Und keine Zeit mehr. Was können wir denn hier noch so machen? Bambussprossen. Ja komm, zack, nehmen wir die mal. Hat uns da jetzt nicht weitergeholfen, ne? So, nächste bitte. Holt sich den Stab und geht fischen. 4 von 6. 5 von 6. 6 von 6. Und dann gehen wir hier hin, weil Essen haben wir ja genug. Und 2 Stunden investieren. Und die letzte Person investiert noch 7 Stunden. Okay. Das hat nicht ganz gereicht. Das heißt, neuer Tag, neues Glück. In der Hoffnung, dass kein Sturm kommt. Ja, der Sturm kommt. Aber die Hütte hat es wohl noch nicht erwischt. Puh, da haben wir wohl Glück gehabt, ne? Ich habe das nicht in meiner Zeit erreicht. Läuft, oder? Voll cool. Werden also nicht so viel essen sollen. Wenn wir nicht so viel gegessen hätten, also nicht so viel Essen besorgt hätten, hätten wir die Hütte fertig gekriegt, hätten wir gewonnen. Läuft das Spiel. Aber es ist ganz cool, macht richtig viel Spaß, ist eine gute Nummer für zwischendurch auch. Ja, Siptel Games heißen die Jungs, wie gesagt. Danke nochmal für den Key, dass er mir den gegeben hat. Liegt momentan bei 14 Euronen auf Steam. Woanders bestimmt auch erhältlich, weiß ich aber nicht, habe ich nicht geguckt. Ist im Early Access. Wie gesagt, 4. Juni 19 haben wir die letzte Veröffentlichung gehabt mit der 0.16.17 und die 1.0 soll angeblich am 13. Juni 19 rauskommen. Ja, Seeds of Resilience heißt der ganze Spaß. Überleben, da kann man richtig kämpfen, Spielladen, Einstellungen können wir mal gerade reingucken. Kannst du hier Musik, Stimmen und sowas reduzieren, Vollbild und Auflösung. Das Interface kann man vergrößern, wenn man es braucht, ist aber groß genug gewesen. Hier sind die Pfeiltasten, Sprachen, gibt es ganz verschiedene. Wie ihr hier seht, Russisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, wahrscheinlich Chinesisch und Japanisch, Englisch, Französisch, alles dabei. Sieht gut aus, oder? Credits können wir nochmal reingucken. Die netten Leute haben das alle hier mitgemacht. Hier Sprachübersetzung Deutsch dabei und sowas. Super tolles Ding. Das sind die Entwickler und das sind die Publisher. Und Johann war es, glaube ich, der mir den Key zur Verfügung gestellt hat. Danke nochmal. Jo. Freelancer haben sie auch dabei. 2D-Animation läuft, ne? Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Guckt in die anderen Projekte rein, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht ein Abo. Wenn ihr diesem Video was Positives abgewinnen konntet, gebt einen Daumen hoch und ja, die Glocke macht euch an, wenn ihr das nächste Video mitkriegen wollt, dass es kommt. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.